Bedürftigkeit verzeiht dir keine gesunde Frau der Welt. Anders formuliert, deine Unabhängigkeit ist Opium für Frauen. Und wenn du mit einer heißen Frau genauso selbstbewusst bist wie ohne die Frau, bist du auch resistent gegen ihre Spielchen. Vielleicht kennst du ja die Werke von Jack Donovan. Der schreibt in seinen Büchern schon seit Jahren zu diesen Themen und ich habe bisher auch wenig gefunden, das seine Beobachtungen widerlegen könnte. Bist du beispielsweise in einer Beziehung mit einer Frau, dann fragt diese sich eigentlich rund um die Uhr, ob du das Beste bist, was sie haben kann. Je besser sie aussieht, desto Besseres kann sie haben. Und ob sie es zugibt oder du es wahrhaben willst oder nicht, hat sie immer ihre Augen offen. Guck dir mal diese Umfrage hier an und lass sie ein bisschen auf dich wirken. Hier wurden 2000 Frauen befragt und es wird super deutlich, dass eine verdammt große Zahl zugibt, einen Backup-Plan zu haben, mit dem die krasse Mehrzahl sogar in Kontakt steht. So viel zum Thema unkonditionelle Liebe, würde ich sagen. Du bist wirklich gut beraten, kein naiver Trottel zu sein. Wenn du dich verhältst wie einer, wirst du behandelt wie einer. So einfach ist das. Die Schuld liegt dann nicht bei den Frauen, sondern allein bei dir. Ich habe schon mehr als genug Geschichten gehört, also auch von meinen Abonnenten und Leuten im Premium-Bereich, denen die Frau genau in dem Moment weggerannt oder fremdgegangen ist, als er den Job verloren oder irgendeinen anderen Schicksalsschlag erlitten hat. Du musst halt gewappnet sein und dein Leben in Ordnung bringen. Und hier hast du gewaltige Vorteile gegenüber Frauen. Ein unterdurchschnittlich aussehender Mann hat es leichter, an gute Frauen heranzukommen, als eine unterdurchschnittlich aussehende Frau an gute Männer heranzukommen. Das sollte offensichtlich sein. Aktuell leben wir ja in einer Epoche, in der viele Dinge komplett auf den Kopf gestellt sind, was in letzter Hinsicht nicht mehr als ein temporärer Reinigungsprozess ist. Es ist heute eigentlich so einfach wie selten zuvor, aus der Schäfchenherde hervorzustechen und als Mann eben nicht das devote Schneeflöckchen zu sein, das medial derart penetrant propagiert wird. Ganz im Ernst, Verweichlichung, wohin das Auge blickt. Unsere Urgroßväter hätten damals mit uns den Boden aufgewischt. Du solltest dir echt von niemandem einreden lassen, dass es falsch wäre, dominant zu sein, verteidigungsfähig zu sein, Macht und Einfluss anzuhäufen oder auch bei Frauen primär auf das Äußere zu gucken. Daran ist nichts, aber auch gar nichts falsch.